Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wie ihr seht, ob da ein Totem ist, bin ich nackt. Also, ich habe keine Talente dabei und bin ultra laut. Well. Naked Challenge gegen den Trickster. Ich muss sagen, ein Trickster ist für mich immer noch ein großes Mysterium. Ich spiele nicht gerne gegen Trickster. Aber okay, ist eine Herausforderung. Noch dazu bin ich gehandicapt, weil ich auf dem rechten Ohr nur so halb höre, was abgeht. Weil ich auf einen Paketboten warte. Und ich möchte nicht, dass ich die Klingel nicht höre. Ja. Oh, runtergeblendet. Ich glaube, die Glödi hat eine Taschenlampe dabei. Draußen fliegen ordentlich Messer. Tanata ist auch ein bisschen übel, muss ich sagen. Er kommt aber nicht hierher. Kein Ruin, okay, dann kann ich auch retten. Nicht, dass hier gleich die Messer geflogen kommen. Aber irgendjemand ist Richtung Werkstatt gelaufen. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist eine Werkstatt, oder? Ja. Vielleicht ist der ja am Gen. Dann kriegen wir den hier weg. Ja, sehr gut. Ich habe immer das Gefühl, wenn der Gen am Ende noch da ist, ist es immer schwierig. Jetzt hier auch an den, weil der andere Gen ging dort hinten bei der Check an, wahrscheinlich. Dann ist das schon mal ein bisschen auseinandergezogen, das Feld. Steve geht woanders hin. Richtung Jagd. Gut, ist da noch ein Gen? Weiß nicht, hier die linke Seite ist irgendwie, da ist gar nichts. Kein Gen, das ist seltsam. Hey! Cool! Wir haben es geschafft! Yes! Nee, okay. Ich könnte mir vorstellen, er ist jetzt absichtlich disconnected, weil er die Leute nicht bekommen hat. Wobei, ach, ich weiß nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen direkt nochmal in die nächste Runde. Neuer Versuch. Das lassen wir natürlich nicht gelten. So, nächster Versuch. Fängen sieht am Start, mit diesem Startbildschirm immer seltsam aus von vorne mit dem Schatten. Ja, Killer hat sich die Map gewünscht. Ich wollte nur mal kurz gucken. Oh. Trappy. Cool. Was ist er denn? Mal sehen, ob er mich hier sieht. Kommt hier gar nicht lang. Was macht er denn? Steht er hier unten oder was? Wieso geht der Herzschlag nicht weg?
I don't understand. Wenigstens die Maids arbeiten ordentlich. Es wäre clever gewesen, unten die Falle wegzumachen, aber... Naja. Keine Gents? Wer hat offenes Blatt dabei? Wir haben kein Ace in der Runde. Ich gehe von aus, der Chappy wird sich auf das untere Stockwerk fokussieren. War das gerade eine Falle, die entschärft wurde? Das Geräusch? Dann würde es bedeuten, dass die nicht verletzen. Dann könnten wir vielleicht dort hinten, unten in der Palette, die Trap wegmachen gehen. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Unten, oder? Ich werde wahnsinnig. Hat er immer so einen riesen Terrorradius? So laut? Denn? Was ist dein Plan? Oh, die haben ja echt einen neuen Sound. Okay, im Endgame hätten wir jetzt unseren Special Room freigeschalten. Geöffnet. Aber was macht der Trappy? Ist voll an mir vorbeigelaufen. Hi, Clüdi. Hier bin ich. Ja, ist voll die seltsame Runde. Ach, ist das eine Farming-Runde? Weil wir einen Disconnect hatten? Der Dwight arbeitet halt mal mit, danke. Umso schneller ist die Runde rum. Ja, aber was machen wir denn dann? Also ich glaube, wir werden es hier noch mit Müll zu tun bekommen. Was macht der denn? Hä? Wait, der hat glaube ich mega Probleme. Der war gerade in dem Raum und ist gegen die Wand gelaufen und war plötzlich weg. Oh. Hätte ich ja auch selber drauf kommen können, dass hier eine Falle ist. Schließlich war am Fenster auch eine. Ja,
Ja, aber ich wollte ihm nur Punkte geben. Ich glaube, also entweder probiert der Killer irgendwas aus oder er hat enorme Ping-Probleme oder he was on it. Aber ich glaube trotzdem, dass wir gleich Nöte haben und alle sterben. Aber was machen wir denn da jetzt? Habe ich die Frage gerade schon gestellt oder habe ich mir die Frage nur gedacht, zählt die Runde dann jetzt? Sollten wir rauskommen? Weil das ist ja irgendwie auch nicht so eine richtige Runde gewesen. Aber dann ist es halt vielleicht auch einfach Schicksal. Ich soll mit Feng halt einfach easy die Challenge schaffen. Oder? Was sagt ihr? Problem ist, ich muss es ja jetzt gleich eh selbst entscheiden. Weil ich muss ja entweder ein Häkchen an Feng machen oder nicht. Kann ich nicht auf euch warten. Ich verstehe die Runde nicht. Wenn ihr wüsstet, wie es in meinem Kopf rattert. Es macht einfach alles keinen Sinn. Was hier passiert. Seltsam. Ich mache jetzt auch auf und gehe raus, weil ich hoffe, ich schaff's raus. Ich wollte tanken. Oh, das Good Room ist auf. Oh. Stand der Dude einfach da. Blutwächter? Dann sind wir richtig am Arsch. Hat er eine Dulli-Runde gemacht und will uns verarschen? Entschuldigung, tschüss, ich bin raus. Es gibt Streamer, die spielen Dulli-Runden, um am Ende alle mit Blutwächter zu killen. Es tut mir leid, aber ich habe Angst. Cool. Ja, wenn sie nicht rausgehen, selber schuld. So, und folgendes, Leute. Ich zähle diese Runde jetzt als geschafft. Wir haben mit Feng die Naked Challenge überstanden. Okay? Keine Diskussion. ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Bye, bye.